Eine Insel mit Wasser im Nether? Klingt komisch, aber genau das möchte ich heute in meiner Minecraft-Survival-Welt bauen. Yo, Leute! Wir befinden uns in meiner Survival-Welt, wo wir das letzte Mal Silvester gefeiert haben. Leider sind keine Feuerwerksraketen mehr drin, sonst würde ich gerne noch mal ein bisschen was abschießen. Aber wir sind mittlerweile hoffentlich schon alle gut in 2023 angekommen. Und deswegen wollen wir uns direkt an das setzen, was ich in dieser Folge vorhabe. Nämlich, Leute, wir haben hier in unserer Base ein wunderschönes Nether-Portal. Aber wenn man da einmal reingeht, dann ist es hier bis jetzt einfach nur mega langweilig. Wir haben in dieser Welt noch absolut gar nichts im Nether gebaut und das möchte ich heute ändern. Nämlich dachte ich mir, werden wir einfach eine richtig coole kleine Insel hier in diesen riesigen Lavasee setzen. Das kann, glaube ich, richtig krass aussehen, weil diese Location hier mit den ganzen verschiedenfarbigen Bäumen ist auch richtig, richtig nice. Würde sagen, wir fackeln nicht lange und holen direkt einmal ein paar Materialien ran. Beziehungsweise vielleicht sollte ich auch zuerst mein Inventar einmal ein bisschen aufräumen. So, dann nehmen wir einmal eine Menge Erde mit. Zack. Dann schnappe ich mir einmal einen Feuerresistenztrank. Muss nicht schmecken, muss wirken, Leute. Und das tut er auch perfekt. Wir fangen nicht an zu brennen. Und dann gehe ich hier einmal ganz weit auf den Boden, der hoffentlich irgendwann auch mal kommt. Jawohl, da ist er. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Anfangspunkt. Und von dem aus fange ich jetzt an, erst einmal den Umriss von der ganzen Insel zu bauen. Bam. Umrandung steht, ist, glaube ich, eine relativ gute Größe geworden. Bei der Form bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, aber wird schon gut aussehen am Ende. Als nächsten Schritt werden wir die Form jetzt einmal fertigstellen müssen und dafür brauchen wir natürlich extrem viel Erde. Ich glaube, das reicht nicht aus. Ich habe mir mittlerweile eine halbe Untergrundbase gebaut, wobei insgesamt ein bisschen mehr als 2 Schalkerboxen Erde bei rumgekommen sind. Ich kann ehrlich gesagt null einschätzen, ob das ausreichen wird, aber müsste es eigentlich. Okay, als nächstes steht jetzt noch ein bisschen Stein auf der Liste. Davon haben wir 51. Da bin ich mir aber sicher, dass das nicht ausreichen wird. Oh, was macht ihr beiden Kollegen hier? Silvester ist vorbei, wir brauchen keine Knaller mehr. Oh nee, der Witz hat ganz doll wehgetan. Egal, Leute, einfach vergessen und Steinfarm gehen. Hehe. Und Leute, ich habe gerade bemerkt, wenn man im Nether arbeitet, braucht man eine Sache unbedingt. Oh, und wir haben da ja sogar richtig viel von. Nämlich natürlich Feuerresistenztränke. Ich bin nämlich alleine gerade beim Bauen des Umrisses bestimmt 3-4 Mal in die Lava gefallen und dafür sind die echt praktisch. Oh Leute, und wir wollen natürlich, dass auf der Netherinsel auch Gras wächst. Deswegen muss ich das hier einmal mit meiner Silk Touch Spitzhacke abbauen gehen. Auf der Schaufel habe ich ja leider Fortune drauf. Oh Gott, Leute, und ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob sich das Gras hier im Nether überhaupt ausbreitet. Ich würde sagen, das teste ich unbedingt einmal, bevor ich hier diese ganze Insel vollbaue. Komm schon, bitte, wachse einmal ein bisschen drumherum. Oh mein Gott, Leute, let's go, es funktioniert auf jeden Fall. Puh, zum Glück, ich dachte, ich habe die ganze Erde gerade umsonst gefarmt, ey. Ja, auf jeden Fall, es wird jetzt Zeit, das ganze Ding hier einmal zu vervollständigen. In diesem Sinne, Leute, zurück in den Timeless-Modus. Let's go, Leute. Fertig ist die ungefähre Insel. Oh, von oben sieht es auch sehr cool aus. Gefällt mir richtig gut, die Form. Hier sind übrigens 2 Strider aufeinander, um die ich herumbauen musste. Keine Ahnung, ob wir die freilassen sollen oder... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was jetzt noch fehlt, ist, dass wir hier zwischendurch immer mal so einen Grasblock platzieren, damit das alles schön grün wird. Das hätten wir auch. Dauert jetzt einfach ein bisschen und dann sieht es hier schon deutlich schöner aus. Oh Leute, ich hatte gerade eine richtig coole Idee. Und zwar, was wäre, wenn wir hier einfach auf die Insel einen Vulkan drauf bauen würden? Hier so auf die Erhöhung mit Steinen und Cobblestone. Da kommt oben ein bisschen Lava raus. Das würde, glaube ich, richtig nice aussehen. Cobblestone habe ich leider nicht dabei. Deswegen, es geht noch einmal zurück in die Overworld. Zack! Wir haben 2 Stacks und ein bisschen. Kommt Leute, da hole ich auch nochmal ein bisschen mehr von ran. Was soll der Geiz? Ey, nur mal so nebenbei. Warum farme ich hier eigentlich immer Steine? Nein, aber habe hier noch nie ein Beacon aufgestellt. Das wäre doch eigentlich mal relativ schlau, oder? Bob. Oh, da ist noch ein bisschen was über. Okay, jawohl, jetzt funktioniert es. Okay, und jetzt perfekt. Sollten wir damit instant abbauen können. Oh, und das erleichtert das Farmen doch um so einiges. Ey, geht ja richtig schnell. Okay, bevor wir uns jetzt damit weiter an die Arbeit setzen, brauche ich aber erst einmal ein bisschen was zu essen. 2 Kürbiskuchen sind nicht so das Wahre. Komm schon, bitte habe ich hier noch Emeralds drin? Nö. Ja, dann werden die 34 jetzt erstmal ausreichen müssen. Äpfel habe ich hier aus irgendeinem Grund noch richtig viele drin. Aber das ist jetzt nicht so die geilste Nahrungsquelle, ehrlich gesagt. Gilt natürlich nur für mich in meiner Minecraft-Welt. Ihr müsst jeden Tag einen Apfel essen, weil an apple a day keeps the doctor away. Kleine Weisheit in Anführungsstrichen nochmal raushauen und jetzt geht es zurück in den Nether. Und
Und was sehe ich da? Zwei Endermänner mit Grasblöcken in der Hand und zwei Löcher. Das ist ja komisch. Ich frage mich, wie die da hingekommen sind. So, und hier wollen wir jetzt einen Vulkan draufbauen. Ich habe sowas noch nie gebaut. Deswegen, Leute, bitte nichts sagen, falls es nicht der schönste Vulkan wird. Aber Leute, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und so schlimm kann es ja wohl nicht werden. Bis jetzt ist er wirklich sehr, sehr klein, aber ich finde, er passt hier super hin. Oben ist noch keine Lava drin, aber ich dachte mir, davor machen wir hier auch nochmal so eine Schicht aus Basalt und Obsidianblöcken drauf. Das würde, glaube ich, sehr cool aussehen, deswegen wir fliegen einmal darüber in das Biom. Beziehungsweise Obsidian brauchen wir gar nicht, wir können auch einfach hier diesen Blackstone verwenden, der sieht sogar noch besser aus. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein paar Magma-Blöcke. Jawohl, ich habe auch gerade gesehen, hier an der Seite könnte ich den Vulkan nochmal ein bisschen steiler machen. Das mache ich auch noch einmal schnell. Und danach setzen wir hier oben eine schöne Schicht Blackstone drauf. Sehr cool sieht das aus. Ey, und diese Endermänner? Die können es einfach nicht lassen. Da sind schon wieder lauter Löcher hier in der Insel. Oh mein Gott, was kann ich denn dagegen machen, dass sie mir nicht die ganze Zeit die ganzen Blöcke klauen? Ich glaube, wir sind denen machtlos ausgesetzt. Egal, eine kleine Sache am Vulkan würde ich noch einmal machen. Nämlich will ich hier zwischendurch jetzt auch einfach nochmal so random ein paar Saltblöcke reinstreuen. Okay, und zu guter Letzt werden wir den jetzt noch einmal mit Lava füllen müssen. Dafür schnappe ich mir hier 16 Eimer. Zack, zack. Upsi. So, jetzt aber zack, 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 zack. Okay, und jetzt können wir das hier an der Seite vielleicht noch so aufmachen, dass es so ein bisschen wie ein Ausbruch aussieht. Oh nein, da unten sind ja die Strider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht mal hier schnell raus, Kollegen. Nein, 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 nein. Ja, und genau für sowas haben wir die Feuerresistenztränke geholt. Achso, und ich bin by the way mega dumm. Die beiden bekommen natürlich überhaupt keinen Schaden von der Lava, sind ja Strider. Manchmal, ja, da fragt man sich. Egal, wie sieht das Ganze aus? Zu der Seite hier ist es ein bisschen eskaliert, finde ich. Vielleicht können wir das noch ein bisschen eindämmen. Wir weisen der Lava einfach ganz freundlich den Weg. Er wäre damit auf jeden Fall fertig und als nächstes möchte ich hier natürlich noch ein paar weitere Sachen raufbauen. Nämlich, Leute, dachte ich, wäre es einmal ganz cool, wenn wir hier so ein Villager-Haus hinbauen. Vielleicht ein, zwei. Dann pflanzen wir natürlich ein paar Bäume an, setzen ein bisschen Gras, Blumen, dies, das. Und ja, vielleicht dann noch eine Farm oder sowas. Genug Möglichkeiten haben wir auf jeden Fall. Dafür machen wir natürlich zuerst wieder einen Abstecher zurück zur Overworld. So, welche Materialien brauche ich dafür? Holz, das offensichtlichste, habe ich schon mal nicht. Perfekt. Dann ein paar Saplings, Knochenmehl, Weizensamen, Glasscheiben und ich glaube, das war's auch schon. Also mein Plan wäre, wie gesagt, erst einmal hier ein ganz normales Villager-Haus hin. Ganz, ganz classic mit Cobblestone und Holz in den Ecken. Zack, dann natürlich noch eine Treppe hier ran und eine Tür. In die Ecke hier, dachte ich, bauen wir einen kleinen Brunnen. Yes, Leute, sieht doch gut aus. Dann hauen wir hier zwischen einmal einen Baum. Wie sieht das so aus? Ja, sehr, sehr nice. Gras können wir hier leider noch nicht so viel platzieren, weil das noch nicht gewachsen ist. Ich würde sagen, wir platzieren auch direkt einmal ein paar weitere Bäume. Oh Leute, kann es eigentlich sein, dass das da an diesen Punkten nicht wächst, weil es da zu dunkel ist? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Gras Licht braucht, damit es sich verbreiten kann. Wir platzieren einfach mal ein paar Fackeln hier drauf. Mal gucken, ob das was ändert. Oh ja, ich glaube, es funktioniert schon. Nein, 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 nein. Der will doch schon wieder hier in Enderman einen Block klauen. Ich sehe es ihm doch direkt an. Ja, komm mal schön her, du. Du hast hier nichts zu suchen auf meiner Insel. Zu guter Letzt können wir dann auf die Seite hier nochmal ein Feld hinbauen. Auch mega simpel, einfach in diesem Villager-Stil. Oh Leute, von oben, das sieht jetzt aber schon richtig nice aus, wo alles grün geworden ist. Dazu noch mit den Bäumen und der Farm jetzt hier, das gefällt mir schon echt gut. Ey, hier fängt alles an zu brennen. Nee, 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 so war das nicht geplant mit dem Gras. Okay, wir dürfen anscheinend nicht zu dicht an die Lava damit rangehen. Allerdings aus irgendeinem Grund spawnen hier gar keine Blumen, wenn man das platziert. Deswegen, die werde ich wohl noch einmal manuell platzieren müssen. Wie schaut es hier aus? Rote haben wir reichlich. Hier sind noch ein paar, aber das geht auf jeden Fall besser.
So, das sieht doch schon deutlich besser aus. Jetzt wollen wir natürlich dann einmal die ganzen Blumen platzieren. Das machen wir mit einem leckeren Zaubertrick. Katsching. Ich bin ganz ehrlich, Leute, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, aber passt. Das passt mit den Blumen so. Je bunter, desto besser, ne? Oh, und ich habe gerade schon wieder meinen letzten Kürbiskuchen gegessen. Ey, irgendwie in den nächsten Folgen, ich muss mich unbedingt mal um eine Essensfarm kümmern. Ey, eigentlich müssen wir diesem Villager hier, der mir die Kürbiskuchen verkauft, auch mal einen Namen geben. Ich besuche den in jeder Folge mindestens einmal, ey. Nametag habe ich leider nicht, aber wir nennen ihn jetzt erstmal Don vom Drive-In. Das klingt doch sehr, sehr gut. Hier, kannst du auch ein bisschen Trinkgeld gönnen. Okay, und bevor wir jetzt weiter mit dem Bauern der Insel machen, gibt es eine Kleinigkeit, die ich einmal erledigen müsste. Nämlich hatte ich in der letzten Folge von dieser Serie gesagt, falls ihr 5545 Likes auf das Video schafft, werde ich 5 Dia-Blöcke mit der Hand abbauen. Ihr habt das Ganze, ja, wie soll ich sagen, leider geknackt. Und in dem Sinne schaue ich einmal nach, wie viel Diamanten ich hier drin habe. Das reicht für insgesamt 4 Stück und dann bräuchten wir noch 2 Diamanten. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe einmal auf eine ganz kleine Strip-Mine-Session. Bam, da wären wir auch schon. Und hier wird jetzt einmal richtig schön altmodisch nach ein paar Dias gestrip-mined. Let's go, Leute, da sind die ersten. Wie viel bekommen wir raus? Nur 1 anscheinend. War ja klar. Ey, Leute, ich habe diesen einen da hinten gefunden und seitdem tote Hose. Nichts mehr. Ey, ich sag's gerade und auf einmal haben wir hier ein richtig dickes Vorkommen. Das war einmal der eine hier, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das hier neben ist noch ein zweites, oder wie darf ich das verstehen? Das wären dann 9, 10, 11. Ey, krass, quasi ein 11er Vorkommen gefunden, beziehungsweise halt 2 direkt nebeneinander. Wir kommen jetzt auf jeden Fall wieder zur Challenge. Dafür crafte ich einmal den hier, platziere sie hier einmal hin. Oh, und ich sehe gerade, durch den Beacon da hinten habe ich Haste 2. Das finde ich sehr nice, weil dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Ja, auf jeden Fall. Ich werde die ganzen 5 Dia-Blöcke jetzt einmal alle mit der Hand abbauen und dadurch werden sie leider verschwinden. Der erste ist schon gleich fertig. Oh nein, das tut so weh. Einfach 9 Dias haben sich gerade in Luft aufgelöst. Und ich habe noch 4 weitere zum Abbauen. Bop, 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 bop. Das waren sie. Ja gut, Leute, diese Challenge ging wirklich sehr auf mein Herz. So viel Dias einfach weg. Aber es gibt natürlich wieder eine weitere. Sollten wir nämlich auf diesem Video 5000 Likes knacken, werde ich in der nächsten Folge von dieser Serie einen Eisengolem mit richtig viel TNT einmal in die Luft schleudern. Und ja, gucken, wie hoch er fliegt, gucken, ob er das Ganze überhaupt überlebt. Könnte, glaube ich, sehr interessant sein. Wer will sowas nicht wissen? In diesem Sinne, Leute, falls ihr das sehen wollt, einfach mal einen Like da lassen. So, die restlichen Dias von gerade eben kommen jetzt auf jeden Fall wieder hier in die Kiste. Und dann geht es im Nether weiter mit der Insel. Als erstes kümmern wir uns hier einmal um einen kleinen Weg, der vom Feld zum Haus zum Brunnen führt. Und als nächstes kommt jetzt was, wofür wir extrem viel Sand und Glas brauchen werden. Nämlich, Leute, möchte ich in einem bestimmten Radius um die Insel die ganze Lava einmal entfernen und stattdessen da dann so mehrere Schichten verschiedenfarbiges blaues Glas hinmachen, sodass es dann so aussieht, als wenn wir hier Wasser hätten. Das Ganze würde dann, wie gesagt, einmal komplett rumgehen und ja, aussehen wie eine Insel in einem Wassersee in einem Lavasee. Falls ihr mir da folgen könnt, Leute, ich weiß selber nicht, ob ich das gerade richtig gesagt habe. Ja, auf jeden Fall, das ist der Plan und wie gerade eben schon gesagt, wir werden extrem viel, also wirklich richtig, richtig viel Sand dafür benötigen. Okay, und hier haben wir bereits 3 Stacks Sand drin. Das ist auf jeden Fall ein Anfang. Reicht aber natürlich absolut nicht, weshalb wir uns einmal mit einem Schnipser, zack, zu unserer wunderschönen Sandfarm begeben. Und schon wird hier im End automatisch Sand für uns produziert. 4 komplette Schalkerboxen sind voll und hier ist sogar noch mehr Sand drin. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass das reichen wird. Und ja, jetzt wollen wir hier diese ganze Lava wegkriegen und die einzige Methode, mit der man das machen kann, sieht leider so aus. Wir müssen einfach alles komplett mit Sand füllen. Wirklich keine schöne Aufgabe, Leute. Ich habe keine Lust da drauf. Aber ich hoffe natürlich, das wird sich lohnen am Ende. Und in diesem Sinne, Leute, ich guck mal, wie weit ich mit den 4 Schalkerboxen Sand hier so komme. Und dann sehen wir uns gleich nach einer kurzen Timelapse wieder. Beziehungsweise für euch ist sie kurz. Für mich ist sie mega lang. Übrigens, Leute, falls euer Abo-Button noch so rot ist wie die Lava hier im Nether, klickt jetzt gerne einmal drauf und werdet Teil der Community, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Oh mein Gott, Leute, die ganze
ganzen vier Schalker-Boxen sind leer. Beziehungsweise hier ist noch ein Stack Sand drin, den habe ich vergessen. Den platzieren wir auch noch einmal ganz schnell. Und so sieht das Ganze bis jetzt aus. Es hat jetzt eine Stunde gedauert, das alles zu platzieren. Das heißt, insgesamt wird es wahrscheinlich 3 Stunden dauern. Doch bevor wir jetzt mit der nächsten Ladung Sand starten können, müssen wir diesen Sand hier erst einmal wieder abbauen. Das geht relativ simpel. Wir lassen hier einfach eine Schicht so stehen und fangen bei der zweiten an. Und ja, das alles wird jetzt, nachdem ich es gerade mühsam gesetzt habe, wieder entfernt. So, jetzt haben wir hier einmal um die Insel einen riesigen Sandgraben rum. Wie bereits gesagt, in den wollen wir nachher mehrere Schichten verschiedenfarbiges blaues Glas reintun, damit es so aussieht wie Wasser. Allerdings, bevor ich mich daran setze, ich habe jetzt die zweite Ladung Sand, mache ich den Graben hier erst einmal weiter komplett rum. Kurze Sandholenpause. Nein, Leute, ich habe nicht aufgepasst und meine Netherite-Schaufel ist kaputt gegangen. Ja gut, dann zeige ich euch einmal, wie weit ich bis jetzt bin. Ihr seht es, der Graben ist fast komplett einmal rumgezogen. Nur noch so, ja, ein Viertel hier hat gefehlt. Mittlerweile war ich auch irgendwie in so einem Meditationsstatus. Also ich habe nichts mehr wahrgenommen, mich hat nichts interessiert. Ich habe einfach nur Sand abgebaut. Und natürlich war da die ganze Zeit dieser richtig geile, satisfying Sound. Oh Gott, Leute, ich bin ehrlich, ich habe das Gefühl, ich werde hier ein bisschen verrückt dabei. Aber wir müssen uns jetzt einmal um eine neue Schaufel kümmern. Dafür nehmen wir uns einmal einen Dia, einen Netherite Ingot. Und da machen wir zack und zack. Leider bin ich nur Level 11, deswegen machen wir noch einmal ganz kurz einen Abgang zu unserer Enderman XP Farm. Hui, Bob. Den ersten hat keiner gesehen. Und jawohl. Zack, da wären wir auch schon. Level 46 ist erreicht und alle Tools und die Rüstung sind komplett repariert. Und jetzt hoffen wir einmal direkt auf eine gute Verzauberung. Effizienz 4, das ist nicht so das Wahre. Effizienz 4, Unbreaking 3, das ist schon besser. Und vielleicht habe ich hier ja noch ein Mending-Buch rumliegen. Oh ja, tatsächlich. Das machen wir auch noch einmal drauf. Zack. Und damit geht es jetzt weiter an die Arbeit. Und die letzten Blöcke, let's go! Wir haben es geschafft und können jetzt hier einmal durch den Graben fliegen. Richtig cool. Von oben sieht das Ganze so aus. Sehr, sehr krass auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass am Anfang der Folge hier einfach nur Lava war. Aber Leute, fertig sind wir natürlich noch nicht. Weil jetzt wollen wir natürlich noch dafür sorgen, dass es hier so aussieht, als wenn das ganze Ding mit Wasser gefüllt ist. Dafür brauchen wir einmal diese ganzen Eimer hier. Und dann glaube ich, nehme ich diese Öfen hier einfach einmal mit. Spaziere damit zurück in den Nether. Hier werden wir jetzt das ganze Sand, was wir noch übrig haben, einmal zu Glas schmelzen. Okay, und das Ganze wollen wir jetzt einmal blau bzw. hellblau färben. Dafür gönnen wir uns einmal ganz viel Lapis Lazuli und Knochen bzw. Knochenmehl. Bob, 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 Bob. Wir haben ein bisschen mehr als eine Schalkerbox mit hellblauem Glas und so viel dunkelblaues. Okay, und ich würde sagen, ich zeige einmal, wie ich das Ganze machen möchte. Nämlich kommt nach ganz oben dunkelblaues Glas, dann hellblau, dunkelblau und wieder hellblau. Und wenn man jetzt von oben da drauf guckt, dann sieht das ein ganz bisschen so aus wie Wasser. Natürlich umso besser, je mehr Schichten Glas wir verwenden. Vielleicht kann ich tatsächlich auch unten noch eine hinmachen. Ja, das sieht nochmal ein gutes Stück besser aus, finde ich. Okay, dann machen wir 5 Schichten Glas. Es wird natürlich nicht lang gefackelt, sondern wir schalten direkt in den Timeless-Modus. Let's go! Oh mein Gott, Leute, ich kann es nicht glauben. Für mich eine Ewigkeit später und so sieht das Ganze jetzt aus. Sehr, sehr cool auf jeden Fall das Ganze. Man könnte wirklich meinen, dass es Wasser ist, solange man nicht ranzoomt. Und was wir jetzt ja nochmal machen können, ist das Ganze hier auch zu tun. Dafür einfach wieder die verschiedenen Schichten hier hin. Let's go! Und eigentlich sind wir jetzt auch schon fertig. Das Einzige, was natürlich noch mega doof aussieht, ist diese Umrandung aus Sand da einmal drumherum. Allerdings nicht verzagen, ich habe natürlich schon eine Idee, wie wir das Ganze ein bisschen schicker gestalten werden. Und zwar schnappen wir uns dafür einmal eine Menge Cobblestone, dann wieder ein bisschen Basalt und Blackstone. Okay, da müssen wir nochmal ein bisschen mehr von farmen.
Das hätten wir und mein Plan ist jetzt, dass wir einmal da, wo momentan dieser Sandlayer ist, so eine kleine Cobblestone, ich sag mal Mauer hinbauen werden. So ganz nach dem Motto, als wenn halt wirklich Lava und Wasser aufeinandertreffen und das Ganze dann dazwischen zu Stein verwandelt wird. Ungefähr so hätte ich gedacht. Ich kann auch nicht wirklich sagen, ob das gut aussehen wird. Dafür muss ich das, glaube ich, erstmal einmal komplett drumherum machen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das auch einfach direkt mal. Let's go! Fertig ist das Ding. Wir fliegen einmal nach oben. Und jawohl, sieht sehr cool aus, finde ich. Ist ein richtig schicker Übergang geworden. Absolut krankes Projekt, das Ganze. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Die beiden chillen übrigens immer noch hier seit Anfang an. Denen scheint der Vulkan zu gefallen. Damit haben wir unseren Netherspawn jetzt auf jeden Fall um einiges schicker und interessanter gestaltet. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass man das Portal hier irgendwie in diesen Vulkan reinbauen könnte. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Ich will nicht, dass was kaputt geht. Deswegen bleibt hier erstmal alles genauso, wie es ist. Ihr könnt ja auch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze hier findet. Und in diesem Sinne, Leute, war's das. Jawohl, und falls du nur noch mehr von sowas sehen willst, kannst du dir jetzt das angezeigte Video anschauen, in dem ich eure dümmsten Aufgaben in Minecraft Hardcore erledigen musste. Viel Spaß dabei!